Herzlich willkommen in meinem kleinen Klemmbaustein-Studio. Ich bin der Mike. Ja, heute Eisenbahn, und zwar die Baureihe 181.2. Ist eine zwei Systemlok für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Frankreich und Luxemburg. Das Modell hat der liebe Mario von Mario Klemmbaustein-Eisenbahn entworfen. Ich habe es ein klein wenig gemodelt, nach wie ich es gerne hätte. Meistens die Griffstangen. Ja, denke mal, wir gucken uns das die Schüttel noch mal im Detail an. Viel Spaß. So, das ist das gute Stück. Der Mario hat ein schöner, sehr schönes Modell. Da aus Steinen auf die Schienen gestellt, sage ich mal. Die wollte ich als Kind immer haben vom Minitrix, da gab es sie auch mal. Ja, auch so ein Modellbahner so ein bisschen, aber Modellbahn ist abgestellt. Das abgebaut auf Platzgründen. Ja, Merkmal der 181.2 ist einmal hier das durchgehende Lüfterband und auf der anderen Seite haben wir eine kleine Fensterfront, die bis über das Dach reicht. Das ist eine Besonderheit bei der Lok, weil die ist etwas vom Lichtraumprofil etwas niedriger als die normalen Loks, sage ich mal. Das ist im Lichtraumprofil in Frankreich geschult, so viel wie ich weiß. So, dann gucken wir uns mir mal an. So, jetzt hier den. Diese Lok hat jetzt noch keinen Motor drin. Ist auch für alles aber vorbereitet. Stromabnehmer sind Eigenentwurf. Vielleicht lasse ich es so. Vielleicht. Ich habe auch was da 3D-Druck zum Ausprobieren noch bei einem Freund. Guck mir das wird. Ich habe schon ein paar Pro-Exemplare wiedergekriegt, muss ich mal sauber machen, mal gucken, wie die aussehen. So, jetzt drehen wir die Lok mal kurz. Die Sache mit den Kreuzstangen ist ja immer, die drehen sich schlecht. In den Technik einmal 10ern und ich habe da einfach gesagt, gut, ich nehme auch mal diese alten 2x4er Technik-Bricks und habe damit festgestellt, damit laufen die Achsen deutlich besser. Könnte vielleicht eine Idee auch für euch sein. Ich habe festgestellt, es läuft damit deutlich besser. So, stellen wir sie wieder auf die Schienen hier. Möchte DB Netztechnik kommen? Ja. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.